Morgen aus Berlin die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 39.676 Fälle wurden gestern registriert. Das ist der höchste Tageswert seit Pandemiebeginn. Das Plus im Vorwochenvergleich beträgt nicht weniger als 95%, wobei das hier nach oben verzerrt ist durch den Feiertag in der vergangenen Woche. Der gerade mal 5 Tage alte Tagesrekord von 37.120 vom 5. November wird nun deutlich übertroffen und die 7-Tage-Inzidenz, sie steigt stark von 214 auf 232. Sie hat sich damit binnen 3 Wochen fast verdreifacht. Der 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle liegt nun bei gut 29.000. Das sind 62% mehr als heute vor einem Jahr, Tendenz weiter steigend. Nach starken Anstiegen liegt Baden-Württemberg bei der Inzidenz nahe der 300er-Marke und Bayern nahe der 400. Einen markanten Anstieg meldet auch NRW plus 18 auf 148, während die Inzidenz in Sachsen den 2. Tag in Folge abnimmt. Die Zahl der Kreise mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 500 liegt nun bei 36, das sind doppelt so viel wie noch vor 4 Tagen, und mit einer Inzidenz von 1104 liegt Grottal-Inn als erster Kreis im 4-stelligen Bereich. 6 weitere Kreise sind schon bei mehr als 800, alle liegen sie in Bayern. Die Dynamik des Infektionsgeschehens ist weiterhin offenbar sehr hoch. Bei den aktiven Fällen steigt das Plus im Vorwochenvergleich erneut von 40 auf 46%. Dementsprechend sinkt die Verdopplungszahl der aktiven Fälle wieder von 14 auf nur noch 13 Tage. Der 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle liegt 56% über Vorwochenniveau. Das ist der höchste Wert seit dem 23. August und ein Niveau, das bisher eher typisch war für den Beginn, nicht das Ende von Infektionswellen. Die Zahl der neuen Fälle im Alter von unter 15 Jahren lag gestern bei 8.660. Das ist der mit Abstand höchste Tageswert seit Pandemiebeginn. Allerdings auch die Zahl der gemeldeten Fälle im Alter von mehr als 35 Jahren wächst weiter stark. Das deutet auf eine schon kurzfristig weiter deutlich wachsende Belastung der Intensivmedizin hin. 236 Corona-Tote sind gestern gemeldet. Das wiederum ist der höchste Tageswert seit dem 27. Mai. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.